Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich mal wieder einen Whisky aus Campbelltown auf dem Fass. Ja, richtig schön, hier mal wieder einen Glen Scotia probieren zu dürfen. Und es ist ein Limited Glen Scotia 11 Jahre Double Cask. Oder wie nennen sie es? Finished in Combination, okay. Ja, also es ist ein ganz normal First Fill Bourbon Fass gelagerter Glen Scotia, nicht getorft, so wie man es von Glen Scotia kennt. Und dann wurde er gefinished in einer Kombination aus Oloroso und Pedro Ximénez Fässern und das für ganze 10 Monate. Ja, hört sich toll an. Es ist auch noch eine Fassstärke mit 54,1% Volumen, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Ja, was will man mehr? Und Glen Scotia ist wirklich so eine schöne, kleine, nette Brennerei in Campbelltown. Also Campbelltown ist ein kleineres Dörfchen oder eine kleinere Stadt in Schottland auf dieser Halbinsel Kintyre. Und Glen Scotia ist wirklich in der Stadt. Also wirklich innerhalb eines Wohngebiets, grenzt dann irgendwo an dieses Gewerbegebiet. Und dann geht man wirklich so durch diese Wohngebietsstraßen, diese ganzen britischen Häuser. Und dann hat man hier so ein altes, gemäuertes Gebäude und dahinter nochmal ein bisschen Warehouses. Und da drin ist dann ein Visitor Center und dahinter die Stills, das Still Room und alles andere von Glen Scotia. Also Glen Scotia ist echt eine schöne Brennerei. Ein bisschen ungewöhnlich, weil man eigentlich Brennereien immer eher außerhalb von Dörfern oder am Rande eines Dorfes oder einer Stadt kennt. Aber früher war das gang und gäbe. In Campbelltown waren extrem viele Brennereien und das waren alles so Stadtbrennereien. Ja, es gibt wenige Stadtbrennereien, relativ gesehen. Also so ein paar, die jetzt wieder in den Städten aufgemacht haben. Aber eigentlich ist es so gang und gäbe, dass eine Brennerei irgendwo auf dem Land ist, wo man sehr gut irgendwo mit den LKWs hinfahren kann, wo es niemanden stört, wenn man so ein großes Torffeuer macht in so einem Kamin. Ja, da sind normalerweise die Brennereien und Glen Scotia ist da eine echt schöne Ausnahme. Gut, was gibt es noch zu sagen? Ist eine Limited Edition. Leider steht nicht drauf, wie limited it ist. Hier wurde noch ein bisschen mehr über die Fässer nochmal gesagt. Okay, eine Combination of Pedro Ximénez und Oloroso Sherry First Fill Hogsheads. Also, First Fill wurden noch nie mit Whisky befüllt. Und Hogsheads, also die Fässer, wurden auseinandergenommen und dann wieder in Schottland zusammengebaut. Und eben das auf die schottische Art und Weise. Also keine 500 Liter Fässer, sondern nur 250 Liter Fässer. Heißt also ein bisschen mehr Reifung, ein bisschen krassere Reifung, ein bisschen heftigere Reifung. Und es ist richtig schön würzig. So eine Currywürze. Ich muss sagen, Currywürze ist normalerweise nicht so mein Ding. Hier habe ich sie so ein bisschen lieb gewonnen. Normalerweise mag ich Curry nicht, weil ich mal eine vegetarische Freundin hatte und dann musste ich fast eineinhalb Jahre nur Curry gegessen. Da hing es mir irgendwann zum Hals raus. Aber mittlerweile, mit so einem Geruch, mit so einem schönen würzigen Geruch, könnte ich wieder ins Curry einsteigen. Obwohl hier ein Curry, es ist nicht nur Curry. Es ist nämlich so schön einladend, weil es eben nicht nur diese Gewürze sind, sondern auch noch so eine gewisse Fruchtigkeit. Also irgendwo so Pflaumen, Mandarinen. Und ebenso so ein bisschen tropische Früchte, so wie man es ein bisschen aus Indien kennt. Sowas habe ich jetzt direkt noch nicht gegessen, wo ich sage, Curry mit Pflaumen drin. Ich weiß gar nicht, ob es Pflaumen überhaupt in Indien gibt. Aber da gab es schon wirklich eine ganze Menge exotische Sachen, als ich mal in Indien war. Und erinnert einen da ein bisschen an diese indische Kost. Kleiner Tipp für jemanden, der nach Indien fährt. Wenn ihr nach Indien fahrt und ihr bestellt euer Essen, sagt immer nicht würzig, also nicht scharf oder nur sehr, sehr, sehr wenig scharf. Und dann kriegt ihr irgendwie so leicht scharf bis mittelscharf. Ein bisschen Schokolade ist auch noch mit dabei.
Oh ja, oder so. Ja, so leicht Kakao. Das erinnert mich wieder ein bisschen mehr so ans Chili. Es gibt ja öfters so ein bisschen Leute, die machen so Kakao oder so ein bisschen Schokolade ins Chili rein. Obwohl es überhaupt nicht diesen Chili-Catch hat es nicht. Erinnert nur dran. Wow. So, im Geruch war er noch ein bisschen süß. Im Geschmack entfaltet er pure Würzigkeit. Also ein richtig kräftiger, würziger Whisky. Ah, hier und da noch eine Nuance, ein bisschen Fruchtigkeit und leicht süß ist er auch. Aber die Würze dominieren schon. Und das richtig Schöne auch. Auch hier wieder so eine gewisse Currywürze. Aber so ein. Nicht so ein europäisches Curry, wie man so kennt, so mit ja, ein bisschen Currypaste oder ein bisschen Currypulver, dass man auch so die Currywurst reinmacht, sondern schon richtig mit vielen verschiedenen Gewürzen, so wie man richtig bei einem Inder ist, also so einem traditionellen Inder. Auch so ein bisschen dieses, ja, ganz viel Nelken und, boah, was haben die denn noch für Gewürze? Die Gewürze, muss ich echt sagen, sind echt schwer zu beschreiben, weil man sie noch nicht normal in seiner Küche, in seinem normalen Haushalt öfters erfährt und deswegen so schön identifizieren kann. Also der ist richtig schwer. Also der ist richtig schwer genau auseinanderzunehmen. Also den kann ich empfehlen, wenn ihr mal wirklich irgendwo einen interessanten würzigen Whisky haben wollt, der nicht Übermengen würzig ist, so wie Rye oder so, sondern richtig schönen Scotch Single Malt, der aus dem Fass würzig geworden ist und sehr, sehr komplex ist zum Auseinandernehmen. Aber jetzt, ja, es ist noch ein bisschen süß, aber die Würze ist auch schon überwiegend. Klasse Ding. Definitiv kein Einsteiger-Whisky, würde ich keinem Einsteiger empfehlen. Aber definitiv einer, den man schön auseinandernehmen kann, wo man sich abends mal ein bisschen Zeit nimmt und wirklich mal Geschmack und Gewürze auseinandernimmt. Klasse Ding. Schaut einfach mal auf whisky.de vorbei. Er ist im Rahmen, also ist ein ganz, ganz netter Preis. Fürs Alter würde ich sagen, ein bisschen teuer. Aber er ist halt wegen ja, seiner Exklusivität, wenn er wegen seiner limitiert. Und für einen tollen Geschmack, denke ich mal, haben die wohl auch schon gewusst, dass sie da was Tolles haben bei Glen Scotia. Bisschen teurer. Aber ich finde, er ist es definitiv wert und ein tolles Weihnachtsgeschenk für einen Experten. Ja, wem es gefallen hat, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.